Sorry, das ist Mini-Six, herzlich willkommen hier bei Evil Dead The Game. The Game, so, alles klar. So, ja, hier mit Ash und so weiter. Ja, im Spiel, ja, kann man die Charaktere auch aussuchen hier zwischen Evil Dead 1, 2, 3. Also 1, 2. Drittes Armee der Finsternis, Army of Darkness. Und der vierte ist quasi aus der Serie Ash vs. Evil Dead. Wo ihr auf Netflix gibt und so weiter. Auf Sky. So. Auf jeden Fall kann man sich hier Charaktere aussuchen. Und die kann man später auch verbessern. Das habe ich noch nicht gemacht. So, ich habe ungefähr eine Stunde gespielt. So, da habe ich jetzt hier ein paar Mal irgendwas ausprobiert. Deswegen hier 15 Minuten Video. Da wird schon ein bisschen was gezeigt. Deswegen. So, einmal hier auch. Man kann auch mit der bösen Seite auch spielen. Hier. Dann kennt man ja aus der Armee der Finsternis, der böse Ash. Quasi. Ja. So, dann zeige ich davon so ein bisschen. So, das war ein gratis Spiel für Februar 2023 PS Plus Game. War dann ja gratis halt. Erstmal hier so ein bisschen zu gucken, was man so aussuchen konnte. So, da kann man Sachen verbessern. Davon habe ich noch nichts gemacht. Soweit war ich noch gar nicht. Einfach nur mal ein bisschen so gezeigt. Trophäen habe ich auch noch keine bekommen. Neue Trophäenliste. Also leicht ist da Trophäen zu bekommen, ist nicht. So online spielen kann man auch. Man kommt dann auch dann so gleich, sieht man auch so eine Karte, wie bei einem Battle Royale spielen, dass der Kreis immer enger wird und dass man da kämpfen muss oder irgendwas machen muss. So Outfits kann man noch auswählen halt. Und erstmal jetzt hier die ersten zwei, drei Videos ist quasi Tutorial, wo man gleich jetzt hier sieht. So, dann hier ist hier ein Gegner. Ja, kann man auch gucken, wenn man sie hätte. Und 3D. Ja, schon ziemlich abscheulich. Na, okay. Ja, was soll der? So, ja, cool gemacht auf jeden Fall. Auch wie das von der Armee der Finsternis, die Hexe dabei ist, kann man auch steuern. Und so, schon cool gemacht. So. Ja, ja gerade davon, wenn man häufig redet, sieht alles echt aus, gottverdammt. Ja. Coole Leute. Und die Bösen haben halt ihre Fähigkeiten, die Guten halt ihre anderen. Naja, so, dann geht das hier auch gleich los. So, hier war jetzt erstmal Tutorial. So, jetzt hier renne ich als Bösewicht darum, glaube ich, als erstes. So, und der hat coole Fähigkeiten, kann quasi Portale öffnen, wo Gegner rauskommen. Dann spielt man nämlich normalerweise vier gute Leute gegen einen Bösewicht. So spielt man normalerweise, denke ich mal, habe auch ganz am Ende vom Video auch anderen Modus mal ausgewählt oder sonstiges. Halt, wie gesagt, war der Anfang. So, kann man sich hin teleportieren. Ist ein bisschen eigentlich gute Leute sein, die man abschlachten kann, aber naja. Irgendwie doch keinen gefunden. Naja, Karte gibt es. So, hier. Trotzdem Tutorial muss man für die böse Seite auch erstmal Tutorial machen. Kann sein, dass dann auch gute Leute kommen, die man abschlachten muss. Egal. So, das gleiche spiele ich hier als Ash darum. Mit der Schrotflinte und keine Ahnung. Kettensäge und Schwert kann man auch finden, auch benutzen und so weiter. Naja. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig halt. Ich habe mir darunter ein bisschen was anderes vorgestellt, aber boah, letztendlich trotzdem ist in Ordnung, was soll man machen. Da will ich haben die Bösewichte da genug Fähigkeiten und die anderen auch. Deswegen ist schon so cool so.
So, dann jetzt glaube ich, spiele ich hier als, tja, als Held. So, da gibt es hier noch Missionen. Das sind bestimmte Sachen, wo man irgendwas machen muss mit der Karte. Und man kann sich aber später auch andere Sachen auswählen quasi. Dann spielt man halt online mit anderen Leuten dann zusammen oder gegeneinander. Das kann man auch machen, ist eh noch ganz in Ordnung. So, jetzt erstmal hier rumlaufen hier, okay, Gegenstände finden und ja, keine Ahnung, irgendwas machen halt. So, und hier sieht man gerade hier schön die Karte. Und wie man sieht, der Kreis wird doch enger. Keine Ahnung. Wahrscheinlich überall bei jeder Karte so. Damit einer Böse nicht erreicht, so ungefähr. Naja, erstmal rumlaufen, wird ziemlich dunkel. Ich habe schon alles auf hell gestellt, wie möglich. So ungefähr. Ich mag das nicht, wenn man da im Dunkeln da nichts sieht. Ob ich mich erschrecke oder nicht, das ist meine Sache. Meistens eh nicht. Aber ja, ich will ja schon was sehen. Selbst das hier war ja, drei Viertel auf Helligkeit eingestellt. Trotzdem dunkel, wie man sieht. Aber cool, da hier der Baum. Der Baum hat sich bewegt, hat mich geschlagen. Das ist quasi ein Gegner. Der ist aber. Also ich kenne sie ja. Tja. So, da kann man die Gegner halt schlagen und so weiter. Man kann auch schießen. Blocken, abhauen und so weiter. Oder dann hier irgendwann auf R3 hier so auf den geklickt. Finishing Move, Fatality Move machen quasi. Und es ist schon recht brutal. Gegner zwei Hälften spalten und so ein Kram. Aber gehört alles dazu. Alles cool. So, Landschaft sieht noch ganz gut aus. Kann man nichts sagen. Oder gibt mehrere Abschnitte hier, wie man sieht. Wo man da hin muss, letztendlich weiß ich nicht. War ja irgendeine Mission, keine Ahnung, wo man da genau hin musste jetzt quasi. Naja, kriegt man wohl irgendwann mit raus. Aber halt erst die erste Stunde, 2 Stunden habe ich nur gespielt, deswegen. Ja, langt dafür ein Video zu machen, was soll's, ey. So. Na, so, und dann kann man auch, man kann aber leider auch nur eine Waffe nur einsammeln, also eine Schusswaffe. Wenn ich jetzt hier die einen Revolver finde und so weiter, dann ist meine Schrotflinte oder was, die ist dann weg. Oder Nahkampfwaffe, wie jetzt die Kettensäge, dann wäre was anderes. So, tja, dann wäre die andere Waffe auch weg. So, im Auto kann man auch noch rumfahren. Da kann man noch ein paar Untote rumfahren. Nochmal Untot fahren. Bis zum Tod Untot fahren. Tja, schon cool gemacht. Kann man nicht sagen. Wenn man Auto fahren kann. Why are you doing this to me? So, und dann habe ich jetzt hier noch ein paar andere Sachen ausprobiert. So sieht es aus, wenn man im normalen Menü reingeht. Hier gegen Spieler, gegen Erkundung, was wie immer. Spieler als Bösewicht, Spieler als normaler Held, was wie immer. Man kann mehrere aussuchen. Man muss nicht den Ash aussuchen, man kann sich auch andere Leute aussuchen,
die quasi auf der guten Seite sind und so weiter. Also, ja, auf die Bildseite ist das ja genauso. Hier gegen KI, gleich habe ich noch irgendwas da ausprobiert. This is Professor Raymond Nobi. History will reflect that I am the wretched soul responsible for awakening a Kandarian demon. I beg you. So, dann hat hier irgendwas ausprobiert. Hier sieht man sogar auch hier Leute, die einem. Ich muss nach, was sind das? Feinde, eigentlich Freunde oder was? Ja, will mich meucheln oder was? Nee, mit denen habe ich zusammengearbeitet. Ist halt KI gesteuert. Normalerweise wäre doch online-mäßig, dass andere Leute ist, der eine spielt oder nicht. Und jetzt renne ich schon noch ein bisschen rum. Zeig noch ein bisschen was, es kommt auch gleich so ein Flugzeug und so weiter, wo man Gegenstände findet und Gegner kommen dann noch. Ja, so weit wie möglich, so alles so gezeigt, so erklärt, so wie es ging, was ich kenne. Ist auf jeden Fall ganz in Ordnung, ist mal was anderes. Aber wie gesagt, Trophäen sind schwer zu kriegen, aber egal, trotzdem hat es Spaß gemacht. So, wenn euch das Video gefallen, bitte lange abonnieren, könnt ihr schon noch gerne noch den Rest noch angucken und jetzt seht ihr noch, wie ich da ein bisschen metzel mit der Kettensäge, mit dem Arm. Und gleich kriege ich noch ein Schwert. Damit zeige ich auch noch ein paar Köpfe. Naja, dann sage ich einfach mal noch euch noch viel Spaß. Und da warte ich mich schon, ein paar andere Videos zu machen. Deswegen sage ich mal bis zum nächsten Mal, wenn ich schütze, gell? War ich hiermit, gell? Bis dann, gell? Daumen hoch. Alles klar. Sometimes a man needs matches. For me, that time is... Shooting demons would be a lot easier if I had ammo. Well, you don't want to see this.